Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Ich gehe dann jetzt. Biotik? Okay. Ja. Ja, das war ein fieser Cut, ich weiß, aber... Ja gut, die 18 oder 20 Sekunden, die jetzt laufen, hätte ich auch wirklich hinten dran hängen können. Okay, das war ein Fail von mir. So, ich müsste mal bitte da durch. Sie gehören nicht zur Crew. Ich heiße Shepard. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Mist, wir haben uns noch keinen bösen Namen gemacht. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Scheiße, ich mal besser gesagt, ich bin ein Spectre, dann hätte mich direkt reingelassen. Ich komme also nicht in die Quarantäne-Labors. Das ist kacke. Ist immer gleich hier, wenn man hier raufklickt. Dann entsprechend was passiert. Fahrstuhl zum Sicherheitsbereich. Ein Teamleiter. Einer befindet sich in der Krankenstation. Oh, gehen wir mal gucken. Oder... Ich gehe jetzt hier lang. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ficken. Hier kommen wir nicht weiter. Tja, dann... suche ich mir mal Hilfe. Hier kommen wir so schnell nicht weiter. Ich brauche eine Zugriffsgenehmigung. Ich hoffe, ich finde mal irgendwann eine bessere Rüstung. Die Rüstung gefällt mir sowas von gar nicht. Was? Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Der bringt nichts. Der vielleicht? Was wollen Sie? Wir reden später. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Wie wär's mal, wenn du mich mal kannst? Ich guck nochmal, ob der vorne noch was zu sagen hat. Der Meister hier. Brauchen Sie etwas? Ich habe noch das zu. Das habe ich auch. Nee, der bringt nichts. Toll, wo hängt's denn jetzt? Jetzt gehe ich nochmal zum Doktor, ob der irgendwas hat, und dann weiß ich nicht mehr weiter. Da sind per se bei mir die Wege schon aus. Dazu geht's hier lang. Oder wo geht's lang? Nee, ich muss... Da war ich ja gerade. Das heißt, ich kann ja hier noch lang. Nee, der ist ja auch verschlossen. Oh, nein! Da muss ich mich da hinten mit Gewalt durchdechiffrieren, wenn es nicht geht. Wir reden später weiter. Bitte was? Ja. Ja? Wir reden später weiter. Ja. Ja? Ich muss in den Servicebereich. Ich habe einen Pass, aber da hinten ist nichts, nur Schnee. Naja, Schnee und der Zugang zum Servicebereich. Ich werde mir den Bereich da hinten so oder so ansehen. Und eigentlich müssen hier nicht noch mehr Kugeln die Luft verpesten. Sie haben recht. Nehmen Sie ihn. Aber sagen Sie es nicht den Wachen. Sie sind schon gereizt genug. Wir reden später weiter. Ja. Ja. Ich muss in den Servicebereich. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt der Bereich unten. Ich guck mir das am besten direkt mal an. Das ist die Riftstation. Okay, ich komme also in den Quarantänelabor. Das heißt, ich kann jetzt hier lang. Und kann mir dann in Ruhe dann da hinten den Quarantänebereich ansehen. Und herausfinden, was hier wirklich geschehen ist.
Sehr gut. Ja, das ist eine Lauferei hier. Das haben sie wirklich in den Nachfolgenden, glaube ich, besser geregelt. Aber gut. So erarbeitet man sich halt Sachen. Da hinten. Da ist die hinter Tür. Alter, da komme ich doch auch lang, oder? Wissen Sie, was da drin ist? Wollen Sie uns alle umbringen? In den letzten 3 Tagen habe ich genau 4 Stunden geschlafen. Ich brauche diesen Scheiß nicht. Ah, er braucht also Schlaf nicht, okay. Naja, jetzt kommen wir wenigstens hier rein. Dann nehme ich direkt die Waffe raus. Wurde angegiftet. Mittelschwere Dechiffrierung. Ja, war mittelschwer. Ist das auch mittelschweres Zeug, was da drin ist? Schnell gequicksaved. Links geht's zu den Sicherheitsbereich. Dann gehe ich erstmal in die Sicherheitslabore. Oh. Ich möchte wieder raus, ich möchte wieder raus. Ja, das bin ich ja. Ist aber nicht das, was ich wollte. Wenn ich da jetzt was mache, schließe ich ab und das will ich jetzt noch nicht. Protokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Warte mal, ich rufe den mal eben an, den Sicherheitsdienst. Oh, sind da viele Feinde auf dem Kompass. Es gibt ja einen, der heißt Herr Dienst und sein Vorname ist Sicherheits. Hüss? Greife ich jetzt hier an. Ich mach dich fertig. Das sieht man. Warum muss ich meine Leute knallen? Oh. Ah, okay, ich sehe schon. Das hätte ich also nicht machen sollen hier. Okay, ich muss mal eben die Folge unterbrechen. Ja, da bin ich wieder. Jam. Heute Abend gibt's Essen. Na, mir wurde Essen vorbeigebracht, das finde ich toll. Ja, okay, also ich soll mich mit Benesia anlegen. Warum sage ich anlegen und umbringen? Ja, weil ich böse bin. Ich glaube nur an das Böse und das Bitterböse Sie und das Schlimmste. Nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen,
ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Yeah. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Nein, meine Feinde. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Mit einem Loch im Schädel werden Sie sicher weniger selbstgefällig aussehen. Ihre Gelassenheit kann Ihre Angst nicht verbergen. Oh. Nein, die hat mich gestunt. Schnell, aktiviere Dings. Oh ja. Ah, sag mal. Venesia Stärke-Level sinkt. Ich habe mal nebenbei einen Stufenausstieg. Ja, ich weiß, das ist schlecht, aber na, egal. Ich wechsle mal auf die... Ey, das hat mich nicht getroffen. Au. Ich habe keine Medikills mehr. Ich habe kein Leben mehr. Jetzt habe ich wieder Leben. Liara ist umgekippt. Wo liegt denn sie? Ist das Liara? Oh shit, macht die Schaden. Ha, ja, ich ha dich auch. Garrus. Ja, es ist ein Bosskampf hier. Sag mal. Hallo. Lass mich voll den Weg bekämpfen. Jetzt mal Skarus erwischt. Noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Ich hätte mehr von Asari-Truppen erwartet. Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu.
Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Wie kann er sie zu etwas zwingen? Er ist nicht mal hier. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Das Schiff griff Eden Prime an? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schiff dieser Größe auf einem Planeten landen kann. Es hat einen gewaltigen Masseneffektantrieb. Aber das ist nicht die wahre Macht der Sovereign. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Sagen Sie mir endlich, wo das Mu-Portal ist, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Selbstverständlich, Commander. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Ja, ich lieg hier jetzt einfach so rum. Jetzt habe ich schon 2 Level-Ups gehabt. Getroffen. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Erst wenden Sie sich gegen den Rat, jetzt gegen Saren. Sie sind nichts und niemandem gegenüber loyal, was? So wird sich die Geschichte wohl an mich erinnern. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh, melodramatisch. Gut, ihr Abschluss war gut. Ich wollte mir das Kiste da links ansehen. Ja, okay, dann mach ich das Ding erstmal tot. Ich will nicht das Mu-Portal finden. Mu ist schlimm. Mu ist die Hölle. Was, die lebt noch? Ah, ne, ist eine andere. Aber, Zombie! Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht
singen. Nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Verstehe. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Ich bin mehr als bereit, sie zu töten. Solch Missklang verheißt nichts Gutes für das, was wir hier tun müssen. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Machen Sie Ihren Frieden mit der Galaxis. Die Rachni sind eine tote Rasse. Nein, seien Sie nicht so emotional und denken Sie nach. Selbst wenn Sie die Asari-Moralvorstellungen missbilligen, müssen Sie erkennen, dass sie eine Verbündete sein könnte. Ist unsere Art so furchterregend? Ihr würdet unser ewiges Schweigen vorziehen, wenn ihr unsere Lieder nicht dämpfen könnt. Wenn ihr uns nicht als eure gehorsamen Klauen haben könnt. Schöne, das war... Ugh.